Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen weiter altes Live. Okay, RPG. Okay, letzte Folge hatten wir ganz viel Spaß mit Leuten, denen wir unser Quad andrehen wollten. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das erstmal behalten, das ist ja kein permanentes Quad, das ist unser Problem. Das heißt, sobald wir hier uns ausloggen oder so, ist das Ding Fujiyama. Das ist uns jetzt aber erstmal egal. Ich wollte jetzt aber kurz zu dem Laden fahren, zu dem Bootsladen und da mal gucken, ob wir da eine Tauchlizenz kriegen. Weil wenn ja, dann holen wir die uns direkt. Und dann gucken wir mal, was wir da ausgeben müssen zum Tauchen. Und wenn wir das wissen, schreiben wir die an da hinten. Und wenn wir das dann wissen, dann genau, dann müssen wir uns halt das Geld dafür besorgen. Wie wir uns das Geld besorgen, das werden wir dann noch rausfinden. Und ja, und dann gehen wir tauchen. Das ist der große Plan. Das ist im Moment ist das der große Plan. Das ist der große Traum, den ich verfolge in meinem altes Live-Leben. Ach ja, eines Tages Taucher sein. Davon träumt doch jede Prinzessin. Okay, wir sind gleich da. Diese Karre steht ja immer noch. Ich frage mich, ob das so eine Ingame-Karre ist, die da einfach immer so rumsteht. Oder ob das jemand da einfach stehen lassen hat, der gerade zum Beispiel irgendwie auf dem Wasser ist oder so. So, wir steigen ab. Wir machen zu. Hier macht sich dieses lustige Piep-Piep-Geräusch. Das finde ich traurig. So, Boatshop. Nee. Hier kann man fucking keine Lizenz kaufen. Und wenn ich jetzt hier jetzt beim Diving Shop nochmal drücke. Ich will nicht schon wieder in diese komische Ansicht kommen. Diving Shop. Diving Shop. Diving Shop. Ah. You need a diving license to buy from this shop. Okay, lass mich nochmal hier gucken. Wir haben hier einen Bootspawn. Wir haben einen Diving Shop. Wo könnte es denn noch? Abschleppdienst, Fischmarkt. Ich habe keine Ahnung. Okay, neuer Traum. Jetzt muss ein neuer Traum her. Wie angel ich denn zum Beispiel? Ach, ich kann ja nicht. Also warum will ich zum Beispiel so ein Rettungsboot haben? Das könnten wir uns ja, glaube ich, leisten, ne? Das könnten wir uns ja, glaube ich, leisten. Wozu will man das haben? Um hier hinzufordern. Das ist jetzt... Okay, das ist, glaube ich, die Legende. Natürlich könnten wir auch... Was ist denn hier? Bald verfügbar. Wir könnten ja auch mal einfach mal eine andere Stadt besuchen, ne? Einfach mal gucken, wie es da so aussieht. Eine kleine Reise machen. Eine kleine Reise machen. Oder wir könnten auch hier... Oh, aber jetzt schon wieder farmen die ganze Zeit für nichts und wieder nichts. Wir brauchen ja Träume. Oh Mann, ich will tauchen. Okay, lass uns doch erstmal probieren, was passiert, wenn wir einfach so ins Wasser steigen. Das würde ich mir gerne schon mal angucken. So, ab ins Wasser. Hui! Und... Okay, jetzt schwimmen wir schon mal. Oh, jetzt tauchen wir. Oh, jetzt tauchen... Tauchen wir oder schwimmen wir? Ich glaube, wir schwimmen. Okay. So kann man sich umgucken. Das ist schon mal gut. Können wir auch schnell schwimmen? Das sieht nicht gut aus. Doppelt nach vorne auch nicht. Okay, wir schwimmen zurück. Doppelt alt. Okay, lass uns mal tauchen, bitte. Ist das ein Fisch? Ist das so weise hier unten? Können wir den fangen? Oh, lass mich den bitte fangen. Guck mal, das ist ein Fisch. Guck mal, das ist ein Fisch. Gib mir den Fisch. Ich brauche den Fisch. Hey, Kollege. Kennen wir uns nicht? Letzte Woche in dieser komischen Fischbar. Hey. Okay, ich glaube, ich habe ja nicht unendlich Luft, oder was? Die wird hier auch nirgendwo angezeigt. Ah. Okay, genug geschwommen. Wir brauchen eine Taucherausrüstung. Auf jeden Fall brauchen wir eine Taucherausrüstung. Die werden wir auch noch irgendwie kriegen. Bin ich mir fast sicher. Und jetzt, gehen wir irgendwo hin, wo es schön ist. Oder... Nee, wir machen Roadtrip. Roadtrip nach andere Stadt. Und zwar werden wir auf dem Weg... Werden wir uns ein paar Pfirsiche pflücken. Und dann verkaufen wir die in der nächsten Stadt. Ist das mal eine gute Idee? Das ist mal eine richtig gute Idee. Wir müssen uns da gleich mal was markieren. Das ist mir völlig klar.
Warte, warte. So, okay. Also, wir fahren die Hauptstraße entlang. Peaches Feld halten wir kurz, sammeln die ein, die Peaches, und dann fahren wir hier auf dem Haupt, auf der Hauptstraße weiter entlang. Highway Patrol Outpost, das kenne ich gar nicht. Fahren hier so weiter. Wo ist denn hier die geile nächste Stadt? Hier oben, ne? Hier müssen wir ganz hin. Führt da überhaupt die Hauptstraße entlang? Ja, hier, ne? Guck mal, da ist ein Flughafen. Geil. Geil. Und dann fahren wir hier. Okay, wir fahren richtig schön die ganze Zeit die Hauptstraße. Und was wir uns jetzt markieren werden, ist jetzt hier die Einfahrt zu Gravia haben wir hier. Und wir wollen aber eigentlich, wollen wir hier zu Atira. Zum Market. Damit wir da hinfinden, werden wir erstmal hier eine Markierung setzen, damit wir wissen, ah, okay, an dieser Straße hier müssen wir reinfahren. Zack. Und wir wissen ja, wir müssen hier einfach hoch. Das sind 12 Kilometer, Alter. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie hoch zur Hauptstraße. Ich weiß nicht, wo das hier am besten möglich ist. Ich weiß nicht, was so ein Quad macht. Ich glaube, das fährt nicht allzu schnell. Aber wir machen uns einen schönen, gemütlichen Roadtrip. Guck mal, die Sonne scheint. Der Himmel lacht. Haha. Lag da was? Nee, da war nur ein Busch, glaube ich. Und wir alle lachen und wir alle freuen uns auch sehr auf diesen Roadtrip. Und mal gucken, was wir da so alles erleben werden. Ne? Ich bin sehr gespannt. Vielleicht treffen wir auf einen Polizisten, der so ein bisschen übermütig wird. Den wir dann auf die Schnauze hauen. Mit einem Judo-Schlag. allerdings weiß ich tatsächlich nicht, wie man sowas macht. wie man angreift ohne Knarre und so. Das müssen wir alles nochmal rausfinden. Ich hätte auch so wahnsinnig gerne eine Knarre. Eines Tages. Eines Tages. So, ich hoffe, man darf hupen, sonst bin ich am Arsch. Nee, alles gut. Ich frage mich, stehen die Polizisten noch den ganzen Tag einfach nur rum, oder was? Stehen noch den ganzen Tag einfach nur am Markt rum? Moin! Moin! Yo! Ja, Roadtrip, Alter! Roadtrip! Willst du auch? Nee, anscheinend nicht. Jetzt hupe ich mehr die ganze Zeit. Die ganze Zeit hupen ist was für Loser. So, jetzt sind wir hier vom Markt weg. Da können wir schon mal 50 fahren. Und dann schauen wir mal, ob wir was Lustiges erleben können. Erstmal gucken, ob irgendwelche Kollegen mit am Peachfeld rumhängen. Ja, oder irgendwelche Bullen, die meinen, sie müssten jetzt einen auf hart machen. Wir haben ja auch nichts Böses dabei. Das ist das Gute. Wir haben zum Glück noch ein bisschen Wasser und was zu essen. Ich habe kein Repair-Kit dabei. Das sollten wir jetzt eigentlich mitnehmen. Ah, scheiße. Nee, das müssen wir mitnehmen, Leute. Wenn wir jetzt auf dem Weg irgendwo liegen bleiben. Hier muss ich markieren. Ach, das ist auch am Markt, ne? Das ist ja jetzt hier auf diesem Server ist alles am Markt. Das finde ich auch ganz gut so. Dazu muss man sagen, aber der andere Server, der hat halt 70 Slots. Der hier hat nur 40. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn jetzt viel los ist am Markt. Lass uns mal jetzt heiz. Oh, da läuft einer. Nicht, dass das ein Bulle ist, der uns hier blitzen will. Das kann alles passieren. Hier ist, glaube ich, die Garage, ne? Ist hier nicht die Garage? Hier ist die Garage. Hier ist die Garage. Da hätten wir so mal gucken können, ob wir noch, noch einen Quad haben. Aber ich glaube halt, kurz bevor ich ausgelockt bin, hatte ich genau die Kohle zusammen für einen Quad. Und das hatte ich ja jetzt auch noch, als ich eingeloggt bin. Warum mir jetzt Wheatley gerade 5000 überwiesen hat, weiß ich auch noch nicht. Das war, glaube ich, letzte Folge, ne? Ich weiß es einfach nicht. Man weiß es nicht. So, hier, B- und Entladen. Ich hab's mir gemerkt, Digga. Ich hab's mir gemerkt. Guten Tag. Oh, fast in den Bullenwagen. Das ist lustig geworden. Quad, das ist bloß ein gemietetes. Können Sie das einfach einziehen, weil dann kaufe ich mir einen neuen Truck. Habe ich jetzt zugemacht? Oh, welches Quad meinen Sie? Oh, oh. Das wird mir nicht angezeigt. Die Anzeige ist weg. Das hier. Ja, ich überprüfe. Scheiße. Entschuldigung, Herr Existenz, ich weiß, ich nerv jetzt langsam ein bisschen, aber ich habe ein Problem. Meine Anzeige ist weg, ob ich mein Auto zugemacht habe oder nicht. Können Sie mir doch sorgen, wie ich die wieder anmache? Jetzt ist er genervt. Jetzt will er nicht mehr, oder überlegt er? Hallo? Ja, das müsste links unten stehen. Einfach mal vor das Auto gehen und U drücken. Ja genau, ich dachte nur, weil es gerade nicht funktioniert hat, vielleicht, ich dachte, ich habe irgendwie eine Anzeige ausgemacht. Ich guck noch mal kurz, Moment. Der ist irgendwie nicht so gut drauf, der Kollege. Okay, so. Sunny? Jo, danke. Okay, danke, Officer, hat funktioniert, war einfach nur eben kurz weg. Danke sehr. Sie haben gerade bei meinem Kollegen in den Rucksack geschaut. So. Ich, ne? Was war der Plan? Wie die hier streiten jetzt, ne? Lass mich mal gucken, wo muss ich hier General Store, ne? Ist das der hier? Neben den Rucksack zu schauen. Also
So, ich weiß, also, zack, das Werkzeugkasten. Nehmen wir gleich zwei. Bei. Möchtest du nur sagen, ich konnte nicht sehen, ob sie bei sich selbst. Haben wir jetzt zwei? Ich das Inventar geschaut haben oder bei meinem Kollegen. Ich habe mir falsch. Ja, nee, das, okay. Das weiß ich, danke, aber ich habe wirklich nur in meins geguckt. Ja, okay, dann ist ja gut. Okay. So, brauchen wir jetzt noch irgendwas. Wasser, das vielleicht noch ein Wasser. Ich weise sie auch einmal darauf hin, dass das, Hier gibt's Fahrzeuge. In Rucksäcke von anderen zur Serverbahn führen kann. Hier ist der Markt. Das ist korrekt. Hallo. Aber hier liegen überall Kleider rum. Nur mal so, kurze Info. Ja, wir sehen diese Kleider auch, aber wir machen jetzt nichts gegen Kleider, die auf dem Boden liegen. Vor allem, weil wir sie hier nicht hingelegt haben. Was ist hier denn los? Wie geht's? Hallo. Ich hab Angst, Leute. Ich geh langsam weg. Guck mal, die Bullen stehen hier einfach nur rum. Okay, ich will da jetzt keinen Stress machen. Ich hätte da lustige Ideen, wie man mit denen so ein bisschen sich unterhalten kann. Jetzt kann ich schon wieder das Auto nicht aufmachen. Was ist denn hier los? Jetzt, okay, gut. Alles klar, Freunde. Jetzt haben wir auch zwei Werkzeugkästen. Jetzt können wir den Roadtrip beginnen. Roadtrip to... haben wir immer noch die Markierung da gesetzt? Jo. Roadtrip to... Atira. So müsste eigentlich die Folge heißen. Hoffentlich denke ich da dran. Ja, das kriegen wir schon hin. Oh, ist zu schnell. Na, geht. Geht. Nö, es geht. Ich bin immer noch dafür, dass hier ein Tempomat eingeführt wird in diesem Spiel. Damit man nicht immer so komisch blöd auf der W-Taste hin und zurück drücken muss. Wie viel kostet der Heli? Oh, das ist eine gute Frage. Der große Heli, es gibt mehrere Helis. Eine Reifenpanne und kein Toolkit. Oh mein Gott, wollen wir da jemandem helfen? Wollen wir jetzt helfen? Ist ja eigentlich, es steht ja eigentlich nicht auf. Wir wollten doch jetzt einen Roadtrip machen. Och Mann. Wir sind hier, hier ist die Coppermine. Nee, Digga, ich bin schon losgefahren. Ich bin schon losgefahren. Ich kann jetzt nicht. Ein andermal gerne. Eine Kupferlizenz, ja, die musste woanders. Ich kann jetzt nicht helfen, Leute. Es sind ja genug Leute da, die helfen können. Ich mache jetzt mal einen Schuh. Ich will mal Kavala hinter mir lassen. Es hat mich sehr viel Stress und Tränen gekostet. Was? Nee. Einfach mal hier Change of Pace. Weißt du, einfach mal gucken. Horchen. Ja, riechen. Wie es ist, wenn man woanders ist. Ja, wie heißt das? Atira? Oder so? Ich freue mich. Guck mal, da ist auch schon die Antwort parat von Kevin. Der erzählt, ah ja, das ist beim Processing. Sag mal, ist das hier schon das Peachfeld? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Guck mal, das riecht auch schon nach Pfirsich. Jetzt stellen wir uns mal hier schön an so einen Baum. Und steigen wir einmal ab, bitte. Drücken wir hier mal auf U, damit da auch keiner auf Ideen kommt. U. We've locked your vehicle. So, und dann stellen wir uns hier hin. Und sammeln Peaches. La 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 la. Drücken Space. Ey, ich dachte, mit Space kann man das nochmal machen. Warum nicht? Scheiße. Vielleicht mit der Windhof-Taste? Nee. Da kann ich mein Auto reparieren. Ist doch kacke. Okay, aber immerhin macht er nur einmal diese Bewegung und schon hat man drei... Ups! Das wollte ich nicht. Zack. Ich glaube, das geht hier einfach auf diesen Server einfach mal schneller. Das finde ich gut. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Da hinten läuft einer. Ups. Schon wieder verdrückt. Gather Peaches. Gather Peaches. Haben wir nicht bald mal den Rucksack voll eigentlich? La 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 la. La 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 la. Sammle Pfirsiche. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Den ganzen Tag. La 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 la. Okay, da ist der Typ da hinten überhaupt nicht beeindruckt von. Oh, guten Tag, Herr Deko. Na, wie geht's? Um den schönen Tag. Hallo, hast du gefunden jemanden, der Quad kauft? Ja, sozusagen. Also, sozusagen. Okay, viel Erfolge bei Pflücken. Weißt du, wie viel ich gekriegt habe?
übrigens, wissen Sie, wie viel ich gekriegt habe? Ich habe 5000 Tacken dafür bekommen. Ja, jetzt gucken Sie, 5000? Ja. Viel zu viele. Ja, ich bin ja, also ich hab's noch nicht gekauft. Ist das jemand, der rollenspielmäßig seine Stimme zu einem russischen Akzent verstellt? Oder ist das jemand mit einem tatsächlichen russischen Akzent? Das wüsste ich jetzt gerne. Sag mal, ist mein Inventar immer noch nicht voll? Ach so, ja, ich glaube, Peaches kann man ja so richtig viele mitnehmen, so 60 oder so. Gather Peaches, na 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 na. Nachher vielleicht noch ein Feierabendbierchen, oder? Ja, können machen. Ich plane einen Ausflug nach Artis, oder wie das heißt. Heißt das so, Artis? Ja, ich weiß nicht. Ich nicht genügend Geld. Ich muss pflücken. Obst für Familie. Ja, ich verstehe das. Ja, das kann ich verstehen. Deswegen, ich bin aber absichtlich bin ich Single, ne? Ist einfacher. Das Leben ist einfacher. Ja, man weiß nicht. War es ein Unfall? Darf ich fragen, war das ein Unfall oder war das ein Wunschkind? Will nicht darüber reden. Ja, kann ich verstehen. Schönen Tag. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. Ey, der spielt echt diese Russenrolle, ne? Das finde ich gut. Also ich weiß ja nicht. Vielleicht, ich will ja auch niemanden beleidigen. Was heißt denn beleidigen? Also ich habe nur die Vermutung, weil er, glaube ich, nicht so ganz richtig das macht. So, jetzt haben wir 102, das ist ja geil, 102 Peaches hier. Wie viel passen denn in den Rucksack, in den Trunk? Nicht so viele, ne? Ich glaube, da passen nur 64 rein, kann das sein? Auch nicht. Okay, dann machen wir es jetzt auf die blöde Variante. Machen wir zwei Stück. Zack, 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 60. 60 passen rein? 60 passen rein. Passen 61 rein? Nein, genau 60. Okay. Gut, da kriegen wir aber noch ein paar mit, du. Na, 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 na. Es dauert nur Stunden. La, 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 la. Oh, wird's dunkel? Wird's dunkel? Ich habe keine Night Vision. Das haben mir damals schon meine Eltern gesagt. Niemals ein Roadtrip beginnen nachts. Oder sie haben gesagt, mach das mal lieber nachts. Ich weiß es nicht mehr. Weil da ist der Verkehr ruhiger, ne? Wenn man heute nicht so müde ist, geht das auch. Und jetzt nicht müde im Sinne von 28 Energy Drinks, ne? Das gilt nicht. So, ich glaube, wir sind hier bald soweit. Ich bin schon so gespannt, obwohl auf dem Weg vielleicht was Aufregendes passiert. Hat er das gehört? Hallo? Ist hier jemand? Habt ihr das gehört? Okay, ich hab's mir eingebildet. La 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 la. La 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 la. La. Jetzt hab ich ein bisschen Angst. Weitersammeln. Das muss schneller gehen. Manchmal, ne? Wenn ich solche Spiele spiele wie das jetzt hier, ne? Wo ich so Pfirsiche sammle an einem Baum. Dann denke ich mir, ey, du hast ja schon mal echt krasse Spiele gespielt. Und jetzt spielst du ein Spiel, wo du an dem Baum stehst und Pfirsiche sammelst. Ich weiß schon, warum das viel geiler ist als andere Sachen, die aufwendiger sind. Aber trotzdem, man fragt sich dann immer wieder mal, ne? So, jetzt würde ich sagen, wir sind zwar innerorts, aber die Gefahr auf Polizisten ist sehr, sehr gering. Und falls einer kommt, habe ich ja immer eine Geschichte parat, ne? Oh, das Ding fährt nur 70. Ach du Scheiße. Das wird eine lange Fahrt. Das ist eine sehr, sehr lange Fahrt. Aber zum Glück haben wir ja Musik dabei. ich habe hier Erna Hits 2000. Was haben wir noch? Wir haben hier Ernas Techno Hits 2000. Oh, was habe ich denn noch? Ich habe hier Ernas Schlager-Hits 1994. Was ist das denn? Was ist das denn hier? 94, das kann doch nicht sein. Okay, dann haben wir noch hier? Dann haben wir hier noch Ernas Porno... Was? Erna! Erna, kommst du mal bitte her?
Erna, kommst du mal? Ja, genau. Nee, du sollst jetzt hierher kommen. Ja, da, klar habe ich Hunger, aber ich kann noch ein bisschen warten. Jetzt kommst du mal bitte hierher. Erna! Erna, ich muss mal was ganz Wichtiges mit dir... Erna! Jetzt ist sie weg. Ist sie jetzt wirklich raus? Alter, die ist weg. Die ist einfach rausgerannt. Unglaublich. Es ist unglaublich. Ich will jetzt nicht darüber reden, jetzt so ganz öffentlich, ne? Aber ich habe ja was gefunden. Da wüsste ich gerne, wo das herkommt. Ja? Und es scheint auch keine Musik zu sein. Okay. Ja, auf die CDs hier stehe ich nicht so. Was? Wo? Ist das ein Heli? Das ist ein Heli. Krass. Okay, lass uns mal hier bitte rauffahren. Hier mal gucken, wie das mit dem Tanken funktioniert. Ich habe das letzte Mal nicht so richtig gecheckt. Okay, also ich muss hier stehen. Auftanken. Und das passiert einfach. Oh, ich sehe gerade, ich bin wieder aufgetankt. Und kostet das was? Das weiß ich auch nicht. Das wird wahrscheinlich was kosten, ne? Aber man weiß es nicht. Man weiß das nicht. So, ich habe eben gesehen, ich habe unten links gelesen, da ist einer gestorben, der Flo. Aber wir wissen nicht, warum. Wir sind uns nicht ganz sicher. Tja, naja, noch 9 Kilometer, Freunde. Auf dem Weg nach Artis. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob hier noch irgendwas passiert auf dem Weg dorthin. Und natürlich sehr gespannt, wie es da aussehen wird. Und das finden wir auch alles raus, aber erst ab der nächsten Folge, Freunde. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.